moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Hallo, moin moin und herzlich willkommen bei der Geldschau Ausgabe Nummer 5. Wieder zum Gast im Studio, Herr Manfred Specht. Hallo. Moin. Hallo. Und genau, meine Wenigkeit, mein Name ist Ralf Schütt. Und heute geht es um folgendes Thema. Und dazu haben wir ein kurzes Vorwort, ein Zitat von Karl Fürstenberg, seines Zeichens Privatbankier. Mhm. Wenn der Staat Pleite macht, geht natürlich nicht der Staat pleite, sondern seine Bürger. Macht Sinn. Herzlich willkommen, genau. Also wer sind die Bürger des Staates? Herr Specht, ich und ja, und alle, die uns jetzt zuschauen. Willkommen in der Gegenwart. Ja. Ja, heutiges Thema ist, dass wir uns einfach mal angucken wollen, wie haben sich die Banken und wie hat sich das ganze Finanzsystem seit 2008, seit der Bankenkrise, seit der Lehman-Pleite, wie hat sich das Ganze weiterentwickelt? Und ja, dazu herzlich willkommen und wir haben hier einen flotten kleinen Gedankenaustausch mit ein paar aktuellen Zitaten. Herr Specht, start. Also das Thema Immobilien ist natürlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und Herr Schütt und ich haben uns ansatzweise mal Gedanken gemacht, um Ihnen einfach mal dieses Thema ein bisschen näher zu bringen. Was hat sich eigentlich im Markt seit 2008, seit der Finanzkrise wirklich verändert? Wie haben sich die Banken verändert? Wie hat sich der Immobilienmarkt verändert? Ich denke mal, das eine oder andere wird bei unseren Zuhörern auch nicht spurlos an den Leuten vorbeigezogen sein, sondern jeder hat irgendwo gemerkt, Dinge sind in einer rasanten Bewegung im Moment und das Thema Bank ist sehr aktuell. Und wenn ich jetzt mal da auf einen Punkt zurückkommen kann, was ist denn eigentlich wirklich passiert seit 2008? Ist die Anzahl der Banken, wurde sie mehr oder wurde sie weniger? Ich würde mal, letztendlich können Sie sich die Frage relativ schnell selber beantworten. So, was hat zum Beispiel auch diese ganze Bankenkrise letztendlich ausgelöst? Das hat natürlich dazu geführt, dass der Käufer, sprich der Immobilienkonsument an sich, total verunsichert war, einfach, weil er einfach nicht wusste, wie soll er jetzt reagieren? Wie soll er auf diese Krise antworten? So, viele haben sich natürlich Gedanken gemacht, haben richtig agiert und sind auch nach vorne gegangen und haben einfach angefangen, Immobilien zu kaufen. Was natürlich schlussendlich dazu führte, ich meine, wir haben auch da vorhin noch mal kurz darüber gesprochen, dass die Immobilienpreise aufgrund der hohen Nachfrage natürlich rasant nach oben geschossen sind. Ja, lass uns vielleicht erst noch mal die erste Frage einfach beantworten. Was ist seit 2008 passiert? Ja, wenn ich mich recht erinnere, das ist gerade mal 6 Jahre her. Mhm. Seitdem gibt es die Grüne Bank nicht mehr, das ist die Dresdner Bank. Die wurde zunächst von der Allianz geschluckt und dann von der Commerzbank übernommen. Genau. Ja. Wo Sie es vielleicht noch besser sehen können und beobachten können, ist gerade bei den ganzen Volks- und Raiffeisenbanken. Da tobt eine einzige Fusionswelle. Ja, das heißt, ich habe ein Konto bei einer damals verhältnismäßig kleinen Volks- und Raiffeisenbank im Rhein-Main-Gebiet. Die haben, glaube ich, in den letzten 6 oder 7 Jahren mindestens 2 oder 3 Fusionen über sich ergehen lassen. Okay. Ja, dann gibt es Sparkassen, die immer mehr zusammengehen. Das ist also ein Konzentrationsprozess. Langfristiges Ziel ist natürlich ganz klar, eigentlich nur noch eine Bank. Könnte in diese Richtung gehen. Das sind ja auch alles wilde Spekulationen, aber man kann da schon in diese Richtung denken. Genau. So, ne, weil ich denke mal, wenn wir jetzt vielleicht in 10 Jahren hier wieder an diesem Tisch sitzen, dann ist es vielleicht schon passiert. Und weil der Bürger natürlich immer sich die Gedanken macht, okay, was ist mit dem Thema Banken? Wie wird die Zukunft aussehen? Ich meine, es ist alles so in einer rasanten Bewegung, wie ich eben schon gesagt habe. Und ja, man muss halt in dieser Zeit dann auch die richtigen Entscheidungen treffen, damit man nicht von dieser Welle überrollt wird. Ich spreche da immer so von diesem sagenumwogenen Finanztsunami, der so über uns hereinbricht. Mhm. Und man kann sich nicht wirklich dagegen schützen, weil das einfach so eine brachiale Gewalt ist, die da von den Veränderungen auf uns hereinbrechen wird. Zahlungssysteme werden sich verändern. Apple Pay zum Beispiel. Ja.
wie geil ist das denn jetzt, ne? Dass man jetzt nur noch ein iPhone braucht und dann braucht man das nur noch hinzuhalten und schon wird bezahlt. Da gibt es ja, glaube ich, schon die ersten Fernsehberichte, ja, dass man eigentlich, wenn jemand sein Telefon hinten in der Hosentasche hat, dann braucht er nur einer dran vorbei, dann kann er die ganzen Daten auslesen. Ja, ja, ist alles möglich. Wird uns verkauft, ja, das ist ja alles viel bequemer und viel sicherer. Und ja, ganz früher wurde uns erzählt, ja, es ist zu anstrengend, zum Markt zu gehen und seine Kuh gegen was weiß ich, 10 Hühner einzutauschen. Gut, das war wahrscheinlich unpraktisch. Ja, deswegen gab es dann Geld. Ja, und erst gab es Münzen und die waren aus Gold. Ja, die stellten selbst einen Wert dar. Ja, dann wurde argumentiert, ja, ist ja zu schwer und die ganzen Goldmünzen mit sich herumzutragen, deswegen gab es Papier. Ja, dazu sagte dann der liebe Herr Voltaire mal was ganz Schönes. Das Zitat habe ich natürlich jetzt gerade nicht griffbereit. Kein Problem. Das machen wir gleich. So, und so wird jetzt als nächstes wieder verkauft, ja, Papier, das ist ja zu unsicher und es kann gefälscht werden und deswegen wollen wir jetzt nur noch elektronische Zahlungssysteme, am besten Kreditkarten. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus meiner Lehre, damals bei der Großen Blauen Bank, 1988 war das, also nicht mal ja, 25, 26 Jahre her, da gab es ja... Die ersten Geldautomaten kamen da auf, das war so 82, 83, 84, wenn ich das so recht erinnere. Ja, ging so los, ne? Und dann weiß ich noch, dann hatten wir unsere Listen, die ausgedruckt wurden, so von den Pappenheimern, die, was weiß ich, das Konto überzogen haben oder wo Lastschriften zurückgingen. Und dann sagt doch meine Filialleiterin, ach, gucken Sie mal, der Herr Meier. Ich so, ja, was ist mit dem Herrn Meier? Sagt sie, ja, gucken Sie mal. Der war am Sonnabend, war der auf Sylt am Geldautomaten, hat sich da 400 D-Mark geholt. Dann ist er von Sylt nach Kiel gefahren, hat sich da am Geldautomaten 400 Mark geholt. Dann ist er von Kiel nach, weiß ich nicht mehr, nach Flensburg gefahren, hat sich da noch 400 Mark geholt. Ja, also das ist jetzt ne, knapp 30 Jahre her, da haben die damals schon ihre Bewegungsmuster. Da hat man noch gar keine Handys. Keine Überwachung? Keine. Naja, die hatten wir auch schon, aber noch nicht so intensiv. Das ist offensichtlich. Dann konnte schon der Banker nachvollziehen, ah, da war der da, da war der da, da war der da. Mhm. So, wie geil ist das jetzt mit Handys? Es ist viel einfacher geworden. Wahrscheinlich werden wir beide jetzt hier auch gerade wieder abgehört. Könnte passieren. Nein, aber um da auch vielleicht mal in dieses Thema der Immobilien nochmal zurückzugehen, um vielleicht mal zu schauen, okay, wie weit haben sich die Märkte jetzt verändert? Es hat ja eine Menge stattgefunden seit 2008. Es gab einige Länder, die haben sich dann erstmal völlig dem Immobilienzusammenbruch der Märkte gewidmet, sei es Amerika, sei es Spanien, Italien, vielleicht nicht ganz so stark, Portugal, dann aber auch Irland, die haben sich bis heute nicht wirklich davon erholt. Und da hat eigentlich eine rasante Entwicklung stattgefunden durch die Umstellung der Währung an sich. Das heißt, die Leute sind ja in dem Moment in die Falle gegangen, wo Europa sich komplett final dem Euro gewidmet haben. Da haben die gesagt, okay, jetzt geben wir Vollgas, das ist eine sichere Währung. Wir haben nicht diese inflationären Schwankungen und jetzt werden Immobilien gebaut, alles was geht und finanziert. So, am Ende des Tages muss man ja sagen, okay, das ist nicht wirklich voll aufgegangen, diese ganze Geschichte, weil viele sind dadurch in die Insolvenz geraten. Deutschland, würde ich mal sagen, ist noch moderat, weil der Deutsche ja immer noch so seinem alten Sparmuster treu geblieben ist und einfach sagt, okay, wenn ich so und so viel Eigenkapital habe, dann kann ich mir auch eine Immobilie leisten. Wenn nicht, dann kaufe ich erst keine. Insofern begebe ich mich erst gar nicht in dieses Gefahrenmuster. Und von der Seite, ich würde mal sagen, Deutschland ist noch relativ stabil, was natürlich das Problem ist, in den großen Ballungsgebieten wie München, Frankfurt oder auch Hamburg, Berlin, dadurch, dass es eben halt zu einem starken Zuzug kommt und diese Städte das gar nicht liefern können, was da an Wohnraum gefordert wird, treibt es natürlich weiter die Preise hoch. Das eine ist die Inflationsangst, die Leute wollen das Geld runterholen von den Bankkonten und wollen es einfach in Steine sicher anlegen. So, und dadurch kommt so eine massive Flut an Nachfrage auf den Markt, der gar nicht so gesättigt werden kann. Das treibt natürlich automatisch die Preise hoch. Genau, und letztendlich wird mittlerweile Geld ja eigentlich wie rohe Eier behandelt und irgendwie, wie heiße Kohlen, ja, die irgendwie jeder dem anderen rüberschmeißt und sagt, ich will das Zeug gar nicht mehr haben.
Das ist ja abartig. Ja? Hier die Deutsche Bank Vorstand, weiß ich nicht, ob es ein Vorstand war, sagte, letzte Woche in der Welt, gebt euer Geld endlich aus. Ja, hallo? Also überhaupt keine Reserven mehr. Ganz ehrlich, Riesenwarnung, nicht tun, ja? Weiterhin nach Alternativen gucken. Wir haben jetzt einen Fall, das ist eine Kundin, ältere Dame, ja, die irgendwann gesagt hat, Mensch, die hat ein tolles Haus und gesagt hat, sie hat aber jetzt keine Lust mehr, sich darum zu kümmern. Sie sagt, Mensch, sie hat das ganze Leben ordentlich gearbeitet und hatte eben einen Verwalter, der sie mehr oder weniger über den Tisch gezogen hat über 25 Jahre, um das mal ganz charmant zu formulieren. Wir nennen jetzt keinen Namen, der wird nachher, nein, wird hier nicht eingeblendet, aber sehr zu empfehlen, der Mann. Wir bleiben neutral. Genau. So, und da haben wir jetzt Folgendes gemacht, oder habe ich jetzt Folgendes gemacht, weil sie sagte, Mensch, sie möchte nicht mehr den Tamtam mit Verwaltung haben und so weiter und so fort, aber sie möchte trotzdem so mal Erträge aus Immobilien haben. Da haben wir jetzt mal Folgendes gemacht, da haben wir gesagt, komm, wenn die Banken nicht richtig wollen, dann drehen wir den Spieß mal um. Ja? Und jetzt spielt sie Bank. Tolle Sache. Ja, statt 0,1 auf dem Tages- oder Festgeld oder 0,15 ist ja egal, ja, oder Negativzinsen, haben wir jetzt eine schöne Möglichkeit für sie, dass sie irgendwie 2,5, 2,6, 2,7% kriegt mit einer 1A Sicherheit, nämlich über die Immobilie. Und sie sagt, hey, ich habe trotzdem meine laufenden Erträge, klar muss ein paar Euro dann Steuern, drauf Steuern zahlen, genauso wie es vorher bei den Mieten ja auch tun musste. Aber sie hat zumindest mal, wie soll ich sagen, das Ganze etwas umgedreht und hat gesagt, okay, wir machen aus dieser Situation noch das Beste. Ja, schöne Sache. Ja, das heißt, also eventuell kannst du da schlau sein, wirklich, wie das eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg auch der Fall war, dass viele Geschäfte, die heute die Banken machen, um da wieder den Bogen zu spinnen, und nicht nur erst seit 2008, sondern Baufinanzierung und Immobilienfinanzierung, die wurden damals im privaten Rahmen gemacht. Absolut. Da gab's das Rentenhaus. Ja? Das heißt, es waren selbstständige Handwerker, die hatten ihren Handwerksbetrieb und die konnten in die gesetzliche Rentenversicherung nicht einzahlen, beziehungsweise wollten da nicht einzahlen. Das ging, glaube ich, nicht. Und die haben sich dann damals ein Rentenhaus gebaut. Wir beide kennen noch ein Objekt in Hamburg, aus Eppendorf in der Erika-Straße. Mhm. Das war seit 1895 oder 98 war das im Familienbesitz. Das haben die sich damals gebaut. Ja, dazu mussten sie damals mindestens ein Drittel bis zur Hälfte an Eigenkapital aufbringen und haben sich den Rest privat geliehen. Ja, also das Darlehensgeschäft oder die Baufinanzierung, die Immobilienfinanzierung war kein Geschäft von Banken. Sondern von privaten Leuten, was sich ja momentan auch wieder tendenziell wieder durchsetzt. Exakt. Ja, und dann haben die Banken sich das Geschäft unter den Nagel gerissen. Mhm. Genauso vor 30 Jahren gab es eigentlich keine Bank, die einen eigenen Immobilienmakler hatte und gesagt hat, die Courtage, die sacken wir uns mal ein. Ja, die Tendenz hat sich ja, das kann ich jetzt mal, beschleunigt, oder? Genau, weil wir sprechen gerade davon, wie haben sich die Finanzmärkte verändert, dass natürlich gewisse Banken auch, sagen wir mal, sich diesem lukrativen Geschäft der Immobilienvermittlung oder der Projektierung von Immobilien immer mehr widmen, weil es natürlich, sagen wir mal, recht kurze Nahrungsketten hat, so nach dem Motto, hier ist die Bank, da ist der eigene Kunde der Bank, der wiederum hat die Immobilie, die Bank weiß davon, die wiederum geht dann rüber und sagt, okay, zur nächsten Firma, die auch der Bank angeschlossen ist, nach dem Motto, okay, kümmere dich mal drum, wir projektieren das und machen entsprechend den Vertrieb. Ja. So, das heißt, in dem Moment wird natürlich, das ist natürlich auch eine revolutionäre Veränderung, weil, sagen wir mal, die Makler an sich, dem wird eigentlich dadurch relativ viel Geschäft genommen, weil es gar nicht, dass die Tür von der Bank überhaupt verlässt. Es bleibt sofort im Kreislauf dieser Unternehmen. Und insofern, ich würde mal sagen, gewisse Bankhäuser mutieren immer mehr zu Immobilienkonzernen. Ja, mit angeschlossenem Bankgeschäft. So, das heißt, so war ja immer noch, früher war es ja so, hier war die Immobilie, da war der Eigentümer, hier war der Makler, der Vermittler und der Banker hatte ganz klar die Aufgabe zu sagen, okay, ich finanziere das Ganze und ich kümmere mich eigentlich auch um deine Einlagen. So, ja. Im Moment ist es so, dadurch, dass das jetzt alles in einem Haus konzentriert ist. Es verschwimmt alles. So, es verschwimmt alles, aber jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich ein Vorteil auf der einen Seite für den Käufer
Weil, sagen wir mal, es sind ja keine neutralen Meinungen mehr da, sondern es ist ja sehr eingefärbt. Ich will nicht sagen, dass die Banken werden alle einen guten Job machen, keine Frage. Das sind alles Profis, die da unterwegs sind. Nur, ich weiß gar nicht, ob der Kunde dem es so bewusst ist, was da gerade so draußen im Markt passiert. Das heißt, es werden gerade ganz neue Märkte entwickelt und es finden auch riesengroße Umwälzungen statt. So, das heißt, derjenige, der die Immobilie hat, sie finanziert und auch vertreibt, was glauben Sie denn, wie der entsprechend die Steuer, sagen wir mal, die Schraube der Preisentwicklung steuert? Ja. Klar. Es ist ja nicht so, dass morgen alle Preise fallen, sondern es muss ja ein lukratives Business sein, weil mit Zinsen ist ja momentan nicht das große Geld zu verdienen. Deswegen hat die Bank einfach geschaut, okay, wie können wir jetzt mit Zusatzgeschäft, sagen wir mal, diese Defizite überhaupt ausgleichen? Und ich würde mal sagen, das ist auch schon ein Prozess, der relativ lange läuft. Der ist auch lange vorbereitet, ganz genau. Vielleicht noch eine kurze Frage hier für unsere Zuschauer. Projektierung, was bedeutet das? Projektierung heißt eigentlich, wenn man ein Objekt hat und dieses Objekt entwickelt und sagt, okay, man kann Eigentumswohnungen draus machen, man könnte ein Mehrfamilienhaus aufstellen. Also aufpeppt, anhübscht, saniert, entwickelt, Grundrisse neu zusammenstellt. Genau, mehr Wohnfläche. Genau, es ist einfach effizient gestaltet, das Projekt, sagen wir mal, so weit entwickelt, dass es, sagen wir, für den Endverbraucher wirklich am effizientesten ist. Ja. Cool, vielen Dank. Dann vielleicht zur weiteren Entwicklung auch des Bankensystems, nicht nur erst seit 2008. Ja, wir machen jetzt mal einen kurzen Rückblende, sagen wir, auf die 80er Jahre. Was war denn da üblich? Wenn Sie eine Bank haben, waren da erstmal Panzerglasscheiben. Ach, ne? Das stimmt. Und da gab es einen Kassierer. Ja? Den jungen Zuschauern, die heute irgendwie 10, 12, 13, 14, 15 sind, oder auch die 18-Jährigen, die sagen, wovon reden die? Die werden es nicht mehr. Ja? Genau. Da waren Panzerglas, die waren hinter Panzerglas. Da gab es auch noch richtig Bargeld. Ja? Ich weiß noch, ich wollte 2001, 2002, für eine Zwangsversteigerung brauchte ich Bargeld. Ja, da habe ich so eine kleine Norderstedter Bank und brauchte irgendwie als Sicherheitsleistung, ich glaube, 20.000 Euro. Mhm. Da läuteten also schon die Alarmglocken. So, das müssen Sie aber mindestens 3-4 Tage vorher ankündigen. Oh, so viel Geld haben wir gar nicht. Ja, versuchen Sie es mal heute. Heute gibt es keinen Panzerschrank mehr, keine Verkleidung mehr. Da gibt es so einen kleinen Kassenautomaten. Da sitzt wahrscheinlich unten einer drin, der druckt die Geldscheine immer nochmal, wenn man sie braucht. Ja? Wenn Sie einen 500-Euro-Schein heute in der Hand haben, dann sind Sie ja schon Halbkrimineller. In Amerika, ne, das Gute kommt ja immer aus Amerika, das haben die uns ja schon vorgelegt. Ja? Wenn Sie damit mehr als 20 Dollar bar bezahlen, dann werden Sie ja angeguckt wie ein Marsmensch. Die werden gleich verhaftet. Ja. Wie kann das sein, dass jemand so viel Bargeld noch in die Taschen trägt? Also ein 100-Dollar-Schein, das ist schon was ganz unmöglich. Und gucken Sie sich das mal hier an. Ja, an den meisten Tankstellen, ja, auch zur Sicherheit werden keine 200- und 500-Euro-Scheine. Zu wessen Sicherheit? Hallo? Das ist eigentlich ein gesetzliches Zahlungsmittel. Sollte als solches akzeptiert werden. Da besteht auch ein Annahmezwang. Da kann man nicht sagen, oh, die Seriennummer gefällt mir nicht, deswegen nehme ich den nicht an. Sie sehen das zur Bankenentwicklung. Genau, es hat sich eine Menge verändert, sowohl im Immobilienmarkt, die Preise sind weiter nach oben geschossen. Das heißt, eine wirklich gute Immobilie zu finden, die einigermaßen vom Preis her erschwinglich ist, wird auch immer schwerer. Und gerade in den Ballungsgebieten ist der Druck auf die Nachfrage so groß. Und ich denke, das wird sich auch so schnell nicht verändern, weil, sagen wir mal, wir auch gewisse Veränderungen haben. Das heißt, also die umliegenden Gebiete und so weiter drängen natürlich immer mehr in die Großstädte, weil da einfach, sagen wir mal, das Geld verdient wird, die Arbeitsplätze sind dort, Leute bevorzugen kurze Wege. Das heißt, wie wird sich auch dieses Land verändern? Das heißt, auch diese ganze Struktur eines Landes wird sich nochmal komplett auch umstellen. Insofern, wir sind eigentlich, meine persönliche Meinung, in einem riesengroßen Umbruchprozess und da so, wie sagt man immer so schön, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, da muss man schon sehr gut am Ball bleiben und auch genau die Chance abpassen, weil wir haben, was haben wir für ein Zinsniveau im Moment, Herr Schütt? Wie gesagt, die meisten Banken, war ja Signal zum Weltspartag, 30.10.2014, hat die erste Bank gesagt, wir zahlen jetzt, also wir zahlen keine Zinsen mehr, sondern wir kassieren, ja, dafür, dass wir das Geld bei uns warm und trocken unterbringen können. Dann letzte Woche Deutsche Bank, so nach dem Motto, gebt eure Kohle endlich aus, geht zum Mediamarkt und haut die Kohle weg. Ja, und heute Morgen
kam die Meldung, dass die Commerzbank, die Gelben, ja, also die Staatsbank, die ist ja mittlerweile verstaatlicht fast, ja, dass die jetzt auch für Geschäftskunden auch nur noch negative Zinsen. Also zahlen sie 100.000 ein, am Ende des Jahres kriegen sie 99.000 zurück. Genau. Über dieses Thema wurde vor einem halben Jahr auch heftigst diskutiert. Jo. Unter diversen Fachleuten und jeder hat es vehement verneint. Und ja. Ich habe gesagt, gerade wenn es so abstrus erscheint, dann wird es zeitnah passieren, weil die Dinge, man versucht immer Dinge logisch zu erklären, nur ich denke mal, da werden noch so viele Veränderungen auf uns herniederprasseln, die einfach gar nicht erklärbar sind, weil es so schnell geht. Herr Specht, das ist doch immer wieder das gleiche Muster. Ja? Die Bevölkerung wird verarscht. Ja? Erstmal wird gesagt, alles klar, wir wollen ein Mautsystem einführen. Ne? So, ich muss jetzt. So. Schütt jetzt wieder ein bisschen. Ja, das ist egal. Ich bin jetzt mal im Fahrt. Schien egal. Jetzt geht's. Mautsystem. Dann kreischte die ganze Bevölkerung auf. Nein, wir wollen keine Überwachung. Ne? Dann wurde zwei Jahre lang die Massenmedien hielten wieder die Klappe. Dann wurde das wieder aufgebauscht. Da war der Aufschrei nur noch geringer. So, im nächsten wurde dann gesagt, aber es war noch Aufschrei. Naja, wir machen mal eine LKW-Maut. Ne? Weil die LKW-Fahrer, die können wir ja ruhig überwachen, die werden gefilmt Tag und Nacht auf der Autobahn. Ja, dass komischerweise auch Privat-PKWs da dran vorbeifahren. Deswegen werden die Kameras ja extra ausgestellt dann. Die sind da ja nicht mit im Bild. Ne? Aha. Bilden wir uns ja alle ein. So, und was machen die lieben Bazis da unten wieder? Ne? Seit einem guten Jahr? PKW-Maut, PKW-Maut. Schütz spricht jetzt hier gerade von Süddeutschland. Ja, von den Brüdern und Schwestern im Süden. Genau. Ne? Definition von Bayern, kleines diebisches Bergvolk in den Nordalpen. So, jetzt kriegen wir jede Menge Buhrufe, ist mir vollkommen egal, aber das ist wenigstens Aktion in dem Video. So, und das Gleiche passiert doch mit allen anderen Sachen auch. Das, was ich vielleicht sagte, ja, mit negativen Zinsen. Ja, Focus Money hat gerade berichtet, ja, Aufkauf von Staatsanleihen wurde noch vor zwei Jahren auch verteufelt. Was passiert jetzt? Jetzt werden die Staatsanleihen aufgekauft. Im großen Stil sogar. Ne? Ja, das heißt im Grunde genommen, ja, wird die moderne Sklaverei eingeführt und ich sage mal, früher war das fair. Da hatten die Sklaven wenigstens so dicke Stahlketten um die Füße, heute ja, und hatten so eine Kugel und die wussten, dass sie versklavt waren. Heute gibt es Kredite und wird einem das Geld als 0% Finanzierung hinterhergeworfen. Also ich würde mal sagen, das heißt... Jetzt kommt der seriöse Part. Jetzt kommt der seriöse Part. Ich versuche das mal... Ich versuche jetzt schon mal gerade wieder so ein bisschen einzufangen. Einzubremsen. Er hat ja grundsätzlich recht mit dem. Wobei man muss auf einer Seite ganz klar sagen, das heißt, diese Stahlbänder und diese Kugeln, von denen Herr Schütt jetzt gerade in diesem Moment spricht, man sieht sie nicht mehr. Genau. Aber ich denke, eine Menge Menschen sind mit diesen Kugeln unterwegs. Und das ist das, was sich so komisch anfühlt. Und um jetzt da mal wieder den Bogen zu spannen, wie reagiert man als Verbraucher auf dieses Thema steigende Immobilienpreise und halt auch günstiges Zinsniveau? So, das ist ja immer hier die große Frage, die wir versuchen ja ansatzweise Ideen zu transportieren, die wir selber gelebt haben oder auch tausendfach praktiziert haben. Und es soll ja ein gewisser Inhalt vermittelt werden, wo die Leute einfach, sprich die Zuschauer auch sehen können, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Ganzen? Ist das jetzt alles schon so verteufelt und so hoffnungslos, dass man es lässt? Ja. Oder zähle ich mal eins und eins zusammen, treffe die richtige Entscheidung und die Masse schaut ja, das ist meine persönliche Meinung, ich würde mal sagen, die Masse im Moment beobachtet diese ganzen Szenarien. Die Profis kaufen im Großen. Die handeln. Die tun. Tag und Nacht. Nach dem Motto, es passiert nichts Gutes, außer man tut es. So, und ich kann Ihnen eins sagen, weil ich höre immer wieder in den Gesprächen, ja, Herr Specht, vielleicht fallen die Zinsen ja noch und die Immobilienpreise werden fallen und so weiter. Ich so, nichts dergleichen wird passieren. Ja. Die Zinsen werden definitiv irgendwann steigen. Das ist ein Gesetz der Serie, bis sich die Märkte einigermaßen wieder beruhigt haben. Nur die Immobilienpreise, sagen Sie mir einen wirklich nachvollziehbaren Grund, warum sollten Immobilienpreise fallen? Ja. Warum? Ja. Nicht in diesen Ballungsgebieten. Ich meine, klar, in Randgebieten und so weiter, haben wir eh ein ganz anderes Preisniveau. Aber Sie wollen ja auch mit diesen Immobilien, die Sie dann käuflich erwerben und so weiter, Sie wollen damit ja auch ein Vermögen aufbauen. Das heißt, deswegen ist es immer ratsam, am richtigen Standort zu kaufen. Daran hat sich nach wie vor nichts verändert. Nur, Sie müssen sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Schauen Sie bitte hin, was gerade passiert. Wenn Sie da nicht reagieren, werden diese Märkte an Ihnen vorüberziehen und Sie werden diese Zeit nicht mehr so schnell einholen können. Weil eigentlich ist es eine Riesenchance, die sich jetzt gerade bietet. Und wenn Sie da reingehen
kann ich Ihnen sagen, gehören Sie zu den Gewinnern. Es ist einfach so. Aktuelle Beispiele, auch wieder mit einem Kunden gesprochen, der ein relativ großes Objekt in unserer lieben Bundeshauptstadt gekauft hat. Und das ist jetzt mittlerweile auch 10 Jahre her. Klar, er war sehr stark beschäftigt mit dem Objekt und so weiter. Und dieses Objekt hat sich vom Wert her vervierfacht. So, das heißt, wenn Sie dann aus der Bindungsfrist raus sind, das heißt, wenn Sie die Immobilie nach 10 Jahren verkaufen, vielleicht mal ganz kurz, Geld. Ganz kurz, ja, Bindungsfrist, damit der gewogene Zuschauer genau weiß, wovon wir da reden. Bindungsfrist bedeutet, das heißt, wenn Sie als Kapitalanleger eine Immobilie käuflich erwerben, sind Sie vom Gesetzgeber her verpflichtet, diese Immobilie 10 Jahre zu halten. Sie können die natürlich im Vorzeitraum schon verkaufen, nur dann ist der Zugewinn Steuerpflicht, dann müssen Sie ihn voll versteuern. Halten Sie das Objekt länger wie 10 Jahre, ist es, wie gesagt, nach dem Verkauf, nach diesen 10 Jahren, ist der Zugewinn steuerfrei. Und das ist diese besagte Bindungsfrist, hat der Staat auch mal schon wesentlich günstiger dargestellt. Es war mal für vermietete Wohnungen 2 Jahre und auch für freie Wohnungen 2 Jahre. Für die freie Wohnung ist es noch 2 Jahre, aber bei der vermieteten Immobilie ist es definitiv auf 10 Jahre hochgesetzt worden. Insofern, Zeitraum von 10 Jahren geht schnell. Ja, also Volksmund spricht da einfach in der Regel von der 10-jährigen Spekulationsfrist. Richtig. Ja, also das ist im Volksmund das. Wir hatten das eben, das Thema Sklaven und Ketten und so weiter und so fort. Jetzt kommt was ganz Garstiges. Na. Wir sprechen ja im Deutschen von einer Grundschuld oder einer Hypothek. Also das ist die Absicherung für die Bank, dass sie irgendwann, also ihr Haus belastet. Ja, was laut Grundbuch Ihnen gehört, aber eigentlich gehört es die ersten 30 Jahre ja der Bank. Der Bank. Natürlich. So. Und Preisfrage, beziehungsweise wir lösen es heute mal auf. Der Rücklauf war in den letzten Sendungen noch etwas übersichtlich, von daher gibt es im Moment keine Gutscheine. Was heißt denn Hypothek oder Grundschuld auf Englisch, Herr Specht? Wir machen Immobiliengeschäft ist regional. Mhm. Das Wort heißt Mortgage. M-O-R-T, wir gucken, dass ich es hinten wieder einblende. M-O-R-T-G-A-G-E. Okay. Mortgage. So, und das ist ein englisches Wort, was aber wohl aus dem Französischen kommt. Mhm. Und dann wird es richtig spannend. Und dann erklärt man eigentlich Sklaventum ganz neu. M-O-R-T ist mort, französisch tot. Mhm. Und gage, also G-A-G-E, bedeutet Pfand, Verpflichtung. Das heißt, wenn wir jetzt mal Mortgage oder mort und gage ins Deutsche übersetzen, dann ist eigentlich die Bedeutung der Mortgage ein Death Contract, also ein Todesvertrag. Also ein Vertrag, der bis zum Tod reicht. Mhm. Für die Ewigkeit. Jo. Will heißen, dass die Verpflichtung endet, wenn man stirbt. Das sind doch tolle Zukunftsaussichten, ne? Wenn man so weit verhaftet worden ist von der Bank. Und insofern sollte man auch nicht so über die langfristigen Kreditverträge nachdenken. Ich denke, das ist eigentlich von der Seite vielleicht mal ein ganz guter Übergang. Und ziehen Sie Ihre Schlüsse, treffen Sie Entscheidungen, werden Sie aktiv und schauen Sie sich die Märkte an und fangen an zu beobachten und entwickeln für sich eine persönliche Strategie, um den ganzen Wahnsinn ansatzweise noch zu begegnen, weil die Leidtragenden am Ende des Tages werden Sie sein, weil Sie werden den Preis bezahlen. Weil, wie wir anfänglich gesagt haben, wenn ein Staat pleite geht, sind am Ende die Bürger pleite. Das ist das, was am Schluss bei der ganzen Geschichte rauskommt. Treffen Sie Vorsorge, treffen Sie die richtigen Entscheidungen, sprechen Sie mit Ihren Beratern und setzen Sie sich einfach mit dem Thema auseinander, weil wenn Sie nichts tun, wird auch nichts passieren. Tun Sie was, werden Sie Erfahrungen machen und aufgrund dessen ein Konzept entwickeln, was für Sie Sinn macht. Genau, das deswegen ist von meiner Seite. Genau. Ich habe noch ein schönes Schlusswort von Thomas Jefferson, war, weiß nicht, der wievielte amerikanische Präsident, soweit ich weiß. Mhm. Ein wörtliches Zitat: Ich denke, dass Bankinstitute gefährlicher als stehende Armeen sind. Hört. Wenn die amerikanische Bevölkerung es zulässt, dass private Banken ihre Währung herausgeben,
dann werden die Banken und Konzerne, die so entstehen werden, das Volk seines gesamten Besitzes berauben, bis eines Tages ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen, den ihre Väter einst erobern. Gut, wir sind nicht in Amerika, aber wir haben das gleiche Prinzip. Außerdem müsste man sich aber fragen, wir Deutschen werden ja immer bezichtigt, wen wir alles umgebracht haben. Da frage ich mich immer, wie viele Millionen Indianer sind draufgegangen. Das haben die Amerikaner aber ganz schnell vergessen. So, aber das ist ein ganz anderes Thema. Genau, kann man wir widmen uns in der nächsten Folge dann einfach mal nochmal dem Thema Banken. Etwas intensiver dem Thema Banken, und zwar dem Thema der Zentralbanken oder der Notenbanken, okay, oder speziell der amerikanischen Federal Reserve Bank. Schon mal gehört? Genau, ja, also die, die das Geld da drüben ausgeben. Und die Preisfrage an Sie, die Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, Preisfrage, ist das eine staatliche Bank oder ist das eine private Bank? Die Antwort darauf sehen Sie in der nächsten Folge. Ja, dann begrüßen wir Sie wieder, Manfred Specht und Ralf Schütt. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Winke, winke. Baufinanzierung Schütt.